Every day is so wonderful. Wie sieht's aus? Unglaublich, oder? Ihr habt das auf meinen Fotos gesehen, die Natur blüht auf. Schönes Wetter haben wir heute. Fahren Fahrt durch Odessa. Eine der Hauptstraßen hier entlang des Meeres. Gleich werde ich Leute anrufen. Und dann kommt Andrew mit dem Auto und geht die Post ab. Heute bringen wir hoffentlich noch ein paar Familien mehr die Lebensmittel. That's the story. Das ist der Park. Hier war ich als Kind unterwegs. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen. Park des Sieges. Früher hieß es Lenin Park. Jetzt ist die Frage nur, was der Sieg ist. Das ist. Hier hat meine Dream Team damals Basketballmannschaft gespielt. Eine schöne Erinnerung. Das Meer ist in die Richtung. Jetzt kann man das nicht sehen, aber wenn ich zwei Hände loslasse und hier eine Unebenheit kommt, dann seht ihr mich auf dem Boden liegen und das Handy vielleicht nicht mehr. Also mache ich das nicht. Ja, vielleicht fahren wir ein bisschen durch den Park, oder? Whatever. Hier, Park des Sieges, seht ihr? Ja, das war die Unebenheit, wäre ich sonst auf die Nase geflogen. Sieht das nicht gut aus? You are beautiful in every single way. Words can bring you down. Da ist noch ein See, den zeige ich euch auch. Ah, ich war schon mal hier spazieren, stimmt. Das habe ich auch schon auf dem Kanal gezeigt. Fontänen kommen auch, das ist auch nice. Hier, ich sehe noch ein bisschen den See. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ach Leute, Leute. Na, ich fahre gerade raus. Muss man ein bisschen zahlen, um hier mit den Kindern dran zu dürfen, aber ist nicht viel, 2 Euro oder so. Dann darf man, glaube ich, den ganzen Tag hier dran bleiben. Okay, da hat jemand Hunger. Die Oma ist gut drauf. Schöne Blumen. Ich bin nicht der Einzige, der die Natur bewundert. Das Leben kann ja so schön sein, oder? Viele Grüße.